Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video. Heute treffe ich mich mal wieder mit dem Olivio und wir haben den Plan, dass wir einfach mit dem Auto irgendwo hinfahren, um Fotos zu machen, um Location Scouting zu betreiben. Einfach ziellos, planlos durch die Gegend fahren, schauen, was uns gefällt und vor allem, weil wir dann Fotos machen wollen. Und zwar nehme ich mit meine Canon 80D, einfach aus dem Grund, das ist ein Heavy Setup, er möchte ein bisschen damit herumspielen und ich habe auch was ganz Besonderes vorbereitet für ihn. Mit dabei habe ich natürlich für ihn meine Glidecam, ich habe die gestern ausbalanciert noch, für die Canon 80D mit der Batterieerweiterung, mit dem Batteriepack, damit ich einfach, wenn es am Gimbal drauf ist, also an der Steadicam drauf ist, seitlich die Batterien austauschen kann. Ich habe ihm die ausbalanciert, es ist ein schweres Setup. Ich hoffe, er kommt damit klar, weil er will halt ein bisschen üben. Außerdem nehme ich natürlich meine Sony mit. Wie ich es natürlich immer gern habe, ich habe es immer mit meinen 16 bis 35 mm f/4 Objektiv mit. Außerdem nehme ich meinen Vivil S mit. Ich möchte heute schauen, dass wir ein paar ruhigere Aufnahmen kriegen, nicht ganz so shaky. Jetzt ist es wirklich, wirklich früh. Ich werde den Olivio dann so gegen 9 Uhr von Wien, von Simhirten abholen. Und dann werden wir einfach mal fahren. Ich glaube, als erste Destination könnte ich mir vorstellen das Helenental, weil es ist sehr kurvig, man kann dort sehr schöne Landschaftsfotos machen. Ja, soweit so gut. Schauen wir mal, mit was der Olivio eigentlich heute ankommt. Eingekauft wie so ein 15-Jähriger, also hauptsächlich Schokolade. Ah, da bist du schon. Oh Gott, ich habe uns Schokoladekuchen mitgebracht. Schokoladekuchen? Damit uns die voll Energie nicht ausgeht. Ich habe gedacht, irgendwas, was nicht bröselt. Haha, bin ich. Okay, du weißt ja, wir haben schon fast Weihnachten. Nur noch 3 Monate oder so. Wie lange ist es noch bis Weihnachten? Also was ich ganz praktisch finde, ist das mit dem Livestream. Und dann einfach rumlaufen mit der Kamera, bis du irgendwas findest, was gut aussieht. Weißt du? Schauen wir mal, was der Olivio macht. Ich war auch schon im Wald, da unten ist ein kleiner Bach. Ah, okay. Und was planst du? Ich schieße nice so ein bisschen. Ja. Das ist ein Fischei. Ja, ne, das ist geil. Erzähl mal was über dein neues Stativ. Ich bin sehr zufrieden. Also es ist preislich, es ist okay, es ist fast gleich wie mit dem Rolei. Die Qualität ist auch gut. Ich habe am Anfang gedacht, dass dieser Ball hier aus Plastik ist, aber es ist tatsächlich Metall. Diese Dinger sind aus Plastik. Für den Preis ist es okay, würde ich sagen, ja. Wir werden definitiv den ganzen Tag unterwegs sein, oder nicht den ganzen Tag, also so lange, wie wir glauben, dass wir unterwegs sein müssen. Aha, genau, ja. Und die ganzen Videos, also du wirst ja die Fotos machen, um sie auf deinen Kanal auch zu bearbeiten. Genau, ja. Genau. Also schaut dann einfach auf Olivios Kanal vorbei, wenn es euch interessiert. Auf mich, ich schaue regelmäßig vorbei. Also Olivio fliegt er jetzt mit der Drohne, mit der Mavic Mini, weil er hat sich die Kamera nicht nur zum Spaß gekauft, sondern er will da auch ein bisschen fliegen. Also eins kann ich euch auf jeden Fall sagen, es ist total windig, also naja, aber richtig kalt, richtig kalt. Also und wie schaut die Farbenpracht vom Wald aus? Naja, es ist noch alles recht grün, also schau mal, das ist jetzt nicht so. Alter, diese scheiß Buttons hier, die sind so schlecht zu drücken. Thank you.
sind ein bisschen mit der Drohne geflogen. Zum Schluss wollte ich ein bisschen mit der Drohne fliegen. Allerdings hat es dann angefangen zum Regnen und der Motor spinnt ein bisschen. Es war ein langer Tag. Also ich bin in der Früh weggefahren, weil ich in Olivia um 9 Uhr von der U-Bahn-Station abgeholt habe. Zurückgekommen bin ich dann irgendwas sowas gegen 6:30, also richtig, richtig spät. Ja, wenn das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst. Schreib einen Kommentar, was dir gefallen hat, was dir weniger gefallen hat. Ob dir so die Art von Vlogs eigentlich mit dem Olivio gemeinsam eigentlich gefällt, ob es Spaß gemacht hat zum Schauen. Mich würde es natürlich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, sofern du es noch nicht gemacht hast. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.